Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu diesem fortgeschrittenen Punkt der Debatte möchte ich doch sagen, ich finde das Niveau insgesamt hier sehr schön. Ich finde es gut, dass wir uns nicht in schönen Malerei der Situation ergehen, sondern dass wir uns differenziert dem Thema widmen. Die beiden Redner der Regierung und auch die Rede von Frau Brugger war in diesem Charakter und Geist getragen. Von daher glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wenn man sieht, was wir insgesamt in Mali machen, EUTM ist ja, also die Ausbildungsmission ist ja nur ein Teil unseres Gesamtauftritts. Wir haben vor wenigen Wochen ja über MINUSMA gesprochen. So glaube ich schon, dass es eine der herausforderndsten, eine der anspruchsvollsten und leider auch eine der gefährlichsten Missionen ist, in die wir unsere Soldaten und Polizisten schicken, weil die Situation in Mali zwar politisch ein Stück weit stabilisiert ist, das hat ganz wesentlich mit dem Engagement der Völkergemeinschaft und auch der afrikanischen Partnerländer zu tun. Aber natürlich das, was wir an Terrorismus in diesem Land erleben, an dschihadistischem Terrorismus oder auch einfach nur an Terrorismus, der seine eigenen wirtschaftlichen Ziele verfolgt, und die Religion möglicherweise einfach nur missbraucht, um Menschen dazu zu bringen, sich ihm anzuschließen, dass der tatsächlich eine erwachsene Bedrohung in der Region ist. Wenn Sie die Zahl der Anschläge im Jahr 2015 mit denen der Zahl der Anschläge in den Jahren zuvor vergleichen, sehen Sie leider einen Anstieg der Attentate. Und Sie sehen auch, dass es Anschläge und Attentate im Süden des Landes gibt, südlich dieser geografischen Teile des Landes, wo wir eigentlich immer gesagt haben, südlich davon ist die Situation relativ sicher. Nördlich davon finden die Kämpfe statt. Das ist leider so nicht mehr voll zutreffend. Die Bundeswehr wird zukünftig stärker in der Fläche ausbilden. Es wird nicht zu vermeiden sein, dass Bundeswehrsoldaten mit ihren malischen Kameraden dann auch aus den Camps, aus den befestigten, geschützten Compounds hinausfahren. Denn man wird kaum Patrouille trainieren können auf dem Kasernenhof. Also man wird auch Dinge tun müssen, wo man sich ganz konkret auch einer gewissen Gefährdung aussetzt. Und ich wünsche unseren Soldatinnen und Soldaten alles Soldatenglück, dass das so ist, dass sie alle auch heil wieder nach Hause kommen. Dieses Risiko müssen wir ihnen zumuten, dieses Risiko müssen wir eingehen, weil Mali natürlich eine Schlüsselfunktion in der Region innehat. Wenn Sie auf die Karte blicken, so stellen Sie fest, dass offensichtlich das Bestreben der Terroristen, die aus dem Norden Afrikas, aus dem Maghreb runterkommen, dass das Bestreben ist, eben nicht nur Mali zu destabilisieren, sondern von Mali aus in andere Staaten der Region zu wirken, die in einer besseren Verfassung sind als Mali selbst. Zum Beispiel Senegal, ein Land, das ein Hoffnungsschimmer, nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sondern ein leuchtender Hoffnungspunkt in Afrika ist. Burkina Faso, wo es eine starke, dynamische, positive Entwicklung gibt. Das sind Länder, die von Terror bedroht wären und teilweise auch schon von Terror bedroht sind, wenn es uns nicht gelingt, diese Terroristen auf ihrem Weg in Afrika Richtung Süden und Südwesten zu stoppen. Und da ist eben Mali und die malischen Streitkräfte und die malische Regierung mit der Unterstützung der Weltgemeinschaft in besonderer Weise gefordert. Im Blick auf die Ausbildungs- und Trainingsmissionen, glaube ich, sollten wir im Rahmen der Ausschussberatung auch noch mal genau hingucken, was wir vielleicht da auch noch nachsteuern und feinsteuern können. Wenn man mit Menschen spricht, die das vor Ort machen, sagt man, es gibt sehr gute Beispiele, dass die Polizei und Militärkräfte vor Ort sehr wirksam agieren können. Aber es gibt eben auch leider Beispiele dafür, wo es an der entsprechenden Führung von oben hapert. Wir sind sehr gut in der Ausbildung der Soldaten, die vor Ort entsprechend Sicherheit gewährleisten. Wir sollten auch dafür sorgen, dass sie ordentlich geführt sind, dass sie schnell und effektiv zum Einsatz kommen. Es gibt Beispiele, wo nach entsprechenden terroristischen Anschlägen die malischen Kräfte sehr schnell und umfassend reagiert haben, auch Geisel befreien konnten, die Terroristen ausschalten konnten. Aber es gibt eben auch Beispiele, wo über lange Zeit nichts geschehen ist, bis dann tatsächlich europäische Kräfte die Situation bereinigt haben. Also von daher ein Blick, ob wir perspektivisch auch dafür sorgen müssen, dass diese Ausbildungsmission entsprechend, was die Führung der Streitkräfte vor Ort angeht, ein Stück weit noch intensiviert und verbessert werden kann. Ich wünsche allen Soldatinnen und Soldaten und auch allen Polizisten und zivilen Kräften, die in diesem Land tätig sind,
alles erdenklich Gute. Ich glaube, dass wir zu einem guten Ergebnis in den Ausschussberatungen kommen werden und dass wir tatsächlich dieses Mandat sinnvollerweise verlängern. Herzlichen Dank. Als letzten Redner in dieser Aussprache erteile ich das Wort dem Abgeordneten Florian Hahn, CDU-CSU-Fraktion.